Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Huh? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Wir wissen, dass Beth Wilder ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen sie wohl auch den Rest. Nein, denn jeder, der sah, was sie als nächstes taten, ist jetzt tot. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. In Ordnung. Danke für die Waffe. Arschloch. Beth Wilder hat ihre Tarnung riskiert, um sie zu retten. Hört sich nicht so an, als hätten sie sich revanchiert. Nein. Habe ich nicht. Das alte Industriegebiet. Warum bin ich hier? Hier muss ich lang. Das ist seltsam. Okay, hält nicht lange an. Notiert. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen.
Heidelberg zum Aufenthaltsort von Jack Joyce. Nun gut. Holt mich mit einem Helikopter an den Trockendocks ab. Ich muss rüber zur Insel. Verstanden. Ankunft des Helis. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert, und zwar auf eine ziemlich kranke Art. Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen, dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren. Aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Sollen wir weitere Teams schicken, um nach Joyce zu suchen? Negativ. Diese Tafel war der erste Hinweis. Monarch hatte eine riesige PR-Kampagne gestartet, um seinen Ruf zu schützen. Was ist mit Jack Joyce? Sobald das Geständnis gesendet wurde, wird die ganze Stadt nach ihm suchen. Er wird sich nirgends verstecken können. Er wird heute Nacht auftauchen. Auf der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Hey, was macht das Reaper-Team mit diesen Videokameras oben in A3? Offenbar wird irgendeine Tusse namens Amy das Gesicht für Serenes PR-Kampagne. Sie filmen Geständnisvideos. Wir haben die Bibliothek hochgejagt, um Dieser Lift scheint der einzige Weg hier raus zu sein. Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Kein Strom, war ja klar. Okay, anscheinend braucht der Lift Strom. Also, was ist das? Hallo? Jack,
Hier spricht Beth Wilder. Beth, ich? Du bist die, nach der mein Bruder gesucht hatte. Ich bin die, die versucht hat, deinen Arsch zu retten, als du dich dazu entschlossen hast, wildballernd durch die Lagerhalle zu rennen. Hör mir genau zu. Du befindest dich im Außenbereich einer Kronon-Gewinnungsanlage von Monarch. Und Paul Serene befindet sich an den Trockendocks in der Nähe. Keine gute Mischung. Also sollten wir... Die Trockendocks. Wenn Paul bei den Trockendocks ist, mache ich mich auf den Weg dorthin. Nein, Jack, wir haben zurzeit nur eine Priorität. Und das ist der Riss. Die Zeit endet. Will hat gesagt, dass er... Will ist tot. Mein bester Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er war darauf vorbereitet. Paul ist der Schlüssel, um das alles hier zu verstehen, und ich werde ihn finden. Wir wissen beide, dass du keine Fragen stellen wirst, wenn du Serene findest. Denk drüber nach. Paul war weiter weg in den Trockendocks. Ich erkannte den Ort wieder. William hatte jahrelang ein Labor in diesem Industriegebiet. Ich wusste, dass das kein Zufall sein konnte. Ich habe getan, was Sie von mir verlangt haben, okay? Bitte! Bitte lassen Sie mich einfach gehen. Du hast gute Arbeit geleistet, Amy. Sie haben es gerade gesendet. Aber Hedge will noch ein Geständnis. Hast du das Skript? Ja, das hier ist etwas reflektierter, so in der Art. Ich wünschte, wir könnten das alles rückgängig machen. Dave wird das mit dir machen. Dave? Ihr nennt eure Namen. Ihr werdet mich nicht gehen lassen, oder? Jack Joyce. Du kennst mich? Was ist hier los? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht, aber Sie haben mich dazu gezwungen. Sie haben dich wozu gezwungen? Was ist hier los? Sie haben mich dazu gezwungen, falsche Geständnisse zu machen. Für die Nachrichten wohl. Es tut mir so leid, Jack. Sie waren bewaffnet. Hey, was du auch getan hast, es ist nicht deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Hör zu, ich muss zu den Trockendocks. Kennst du den Weg? Nein, ich glaube nicht. Aber sie haben mich durch eine Sicherheitsstation in der Nähe hingebracht. Ich kann dir helfen, dort durchzukommen. Ich schulde es dir. Die Sicherheitsstation ist gleich da drüben. Ich wusste, dass Monarch eine dunkle Seite hat, aber das? Sie kontrollieren die gesamten Medien, einfach alles. Das hier können Sie nicht vertuschen. Die Sache ist zu groß. Das können Sie, glaub's mir. Es ist zu. Ach, okay, die Steuerung für das Tor muss hier irgendwo sein. Ja, ich sehe mal nach. Hey, es hat funktioniert. Das hält nicht lange an. Ich glaube nicht, dass du schnell genug bist. Das lässt sich ändern. Du musst irgendwie auf diese Seite des Tors kommen. Oh, du meine Güte! Du bist... genau wie die. Wie wer? Ich habe sie auf dem Weg hierher gesehen. Diese Hightech-Soldaten, die... sich teleportieren können. Okay. Noch etwas, worauf ich mich freuen kann.
Als ich das gesehen habe, dachte ich, ich würde meinen Verstand verlieren. Du bist einer von ihm. Ich muss wissen, was hier los ist. Willst du die Büchse der Pandora wirklich öffnen? Okay, mein Bruder hat es versucht zu erklären. Die Zeit ist ein Ei. Und das ist jetzt am Arsch. Ein Zeitei. Es ist kaputt, zerbrochen. Was weiß ich. Die Zeit endet und Monarch hat was damit zu tun. Bring mich zu den Trockendocks, dann werde ich herausfinden, warum. Ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? So langsam verstehe ich's. In Ordnung, das wäre erledigt. Vielleicht kommst du durch das offene Fenster im ersten Stock. Geschafft. Das sollte funktionieren. Jetzt, warte hier. Zur Tür. Okay, nun, ich kann dir sagen, was ich weiß. Aber wenn man alles zusammenfügt, ist das Ergebnis allerdings ziemlich... Hallo? Ich bin auch noch hier. Mr. Serenes Helikopter ist im Anflug auf. Hey, Clarice. Was ist los? Hier ist HQ Alpha. Endlich. Gute Arbeit. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich werde mit Hilfe des Terminals hier oben herausfinden, was Monarch hier wirklich plant. Barrero, eine Augenzeugin vor Ort. Amy, erzählen Sie uns, was hier los ist. In unserer Gruppe waren welche, die wirklich übertrieben haben. Scheiße. Es kam zu. Es tut mir so leid, Jack. Die haben mich dazu gezwungen. Ich weiß. Du hattest keine andere Wahl. Mit Hilfe der Karte dort drüben findest du sicherlich einen Weg. Ground Zero. In derselben Gegend hatte mein Bruder seine Werkstatt. Wahrscheinlich muss ich da durch, um zu Paul zu gelangen. Paul? Paul Serene? Deshalb willst du also zu den Trockendocks? Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Du bleibst am besten hier, bis das erledigt ist. Ja, ich denke, du hast recht. Ich werde die Tür für dich öffnen. Okay, such nach einem Funkgerät, um in Kontakt zu bleiben. Ich bin auf Kanal 3. Und pass auf. Ja, du auch. Noch immer keine Nachricht, wo sich Joyce befindet. Ja, hab gehört, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb. Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung. Verdammt! Gegner! Hab ich genug geschrien für dich? Meine Kräfte waren unvorhersehbar. Sie nahmen sprunghaft zu. Jack, ich habe ein Funkgerät gefunden. Alles in Ordnung? Ich bin noch am Leben. Der Funkverkehr von Monarch spielt verrückt. Sie haben ein Geräusch gehört und wissen, dass du kommst. Sei vorsichtig. Danke für die Warnung. Rotflintenschütze rückt auf den Fakt! Arschloch! Willst du Ärger? Hab ich gesehen. Ja.
passieren! Eine Idee, wo ich jetzt hin muss? Vor eurem Treffen sprach das Torhaus-Team darüber, Sicherheitssysteme zu aktivieren, um eine Tür auf der ersten Etage zu verriegeln. Das ist ein Anfang. Danke. Das Sicherheitssystem ist aus. Oh-oh. Jack, sie kommen direkt auf dich zu. Thank you.
Ja. Ich habe da was gefunden. Bei dieser Kronon-Operation wird eine Art Treibstoff gewonnen. Er wird dazu verwendet, etwas namens CFR anzutreiben. Sagt dir das was? CFR? Nein, was soll das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint Monarchs zentrales Projekt zu sein. Dieses Ding, das sie der Universität geklaut haben, diese Operation. Alles hat auf irgendeine Weise mit diesem CFR zu tun. Ich muss einen Weg rausfinden. Hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ich muss wohl nach oben. Es muss etwas geben, womit ich dort hochkommen kann. So ein Lift fährt man nicht jeden Tag.
Jack, ich habe hier Unterlagen zu einer Art Privatgala gefunden, die Monarch heute Abend veranstaltet. Heute Abend? Nach allem, was geschehen ist? Dort geht es wohl um ihre Pläne für die Zukunft. Serene hält eine Rede und auf der Gästeliste stehen nur Hochkaräter. Monarchs Elite, Top-Wissenschaftler, der Bürgermeister von Riverport und so weiter. Da stellt sich die Frage, warum ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung, aber ich werde es herausfinden. In Ordnung. Okay, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. So, und wo geht's jetzt zu den Trockendocks? Ich habe die Aktentasche, die wir im William Joyce Wagen gefunden haben. Hab sie im Container ausgeleert. Soll ich den Inhalt prüfen? Nein, nein. Serene will sich das zuerst ansehen. Also, Finger weg. Okay. Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Ich springe für Bobby Redford ein. Ich bin mir sicher, dass Sie ihm wie ich eine schnelle Genesung wünschen. Pauls Männer hatten sich die Aktentasche in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert. Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Jack, hier ist Beth. Monarch hat gerade Aufnahmen erhalten, die deine kleine Freundin zeigen, wie sie in vertraulichen Dateien von Monarch herumschnüffelt. Das sollte man hier besser nicht tun. Amy, ich muss zu ihr zurück. Nein, ich werde sie einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack, tu nichts Unüberlegtes. Ah, vielen Dank für das Vertrauen. Amy, alles in Ordnung? Ach, Scheiße.
Gott! HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Okay.
Fahrkünste, Jungs. Diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Das kann nicht normal sein. Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Zur Hölle. Was ist das? Was zur Hölle? Was ist das? Das ist bereits geschehen. Was zum Teufel? Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg. Aber er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte. Alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Gegenmaßnahme. Ich hoffe bei Gott, dass das funktioniert. Will. Weg. Komm mit mir. Wir können das überleben. Du bist die Einzige, die sah, was ich gesehen habe. Tu es nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Thank you.
Es war überwältigend. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen. Kontakt! Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch-Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Plan. Nein, hier und jetzt. Ich gehe nicht doch, auf diese... Das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! In Ordnung, das wäre erledigt.
Komm zurück, verdammt! Nein. Konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Das muss wehgetan haben. Ach du Scheiße. Das war sehr knapp. Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren waren.
Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Wir wissen, dass Beth Wilder ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen sie wohl auch den Rest. Nein, denn jeder, der sah, was sie als nächstes taten, ist jetzt tot. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. In Ordnung. Danke für die Waffe. Arschloch. Beth Wilder hat ihre Tarnung riskiert, um sie zu retten. Hört sich nicht so an, als hätten sie sich revanchiert. Nein. Habe ich nicht. Das alte Industriegebiet. Warum bin ich hier? Hier muss ich lang. Das ist seltsam. Okay, hält nicht lange an. Notiert. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. Anomalien verschwinden nicht. Monarch hat sie, genau wie alle anderen, davon überzeugt, dass alles, was Monarch in der Universität gemacht hat, war, um sie zu beschützen. Vor
Jack. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Was zum Teufel hast du hier gemacht, Bruder? Zeitreise-Experimente mit Ratten? Okay, 17. Mai 1998, mein Name ist... Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Durch, um, sie ist weg. Wohin? Du besitzt diesen Ort seit 1999? Komm schon. Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Na komm. Alles okay, alles ist gut. Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Im Uhrzeigersinn durch den Korridor. Dadurch wird er 5 Minuten in die Zukunft geschickt. Das heißt, er wird genau 5 Minuten... Hallo Riverport, hier spricht Theresa Sandbeck. Ich vertrete Bobby Riverport. Tut sich da was? Ich bin dran. 4. Juli 2010. Was zum Teufel ist das? Dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Und nächster Versuch. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Nope. Unsere Zukunft, unser aller Leben, hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte. Hey Jack, machst du uns mal die Tür auf, oder wie? Ja, warte kurz. Das Video hatte deutlich gemacht, dass er in der Vergangenheit mit Beth zusammengearbeitet hatte. Ich fragte mich, was sie noch verheimlichte. Okay, schauen wir uns um. Hier unten. Oh, sehr gut. Hab ich schon. Wie wär's damit? Du erzählst mir jetzt, woher du Will kennst. Diese Nachricht, sie ist für... für mich. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Was zum... Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Worüber hat er gesprochen? Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Was zum Teufel? Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet. Aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken.
glaub's nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert alles. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Niemand stirbt. Paul geht nicht durch die Maschine. Monarch hat nie existiert und der Riss hat nie stattgefunden. Jack, warte! Denken wir das zu Ende. Das ist nicht... Ich kann in die Maschine, so wie Paul in der Uni. Ich habe ihm geholfen, sie einzurichten. Dann können wir den Kern aktivieren, den Korridor in Position bringen, das Datum einstellen. Ich schaff das, Beth. Ich bin nicht so sicher, ob wir das ohne die Gegenmaßnahme machen können. Aber du hast recht. Wir brauchen die Maschine. Genau. Fangen wir mit dem Kern an. Okay, Erklärung? Irgendjemand? Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. Will hat 1997 ein riesiges Forschungsstipendium bekommen. Er hat 99 den Bau der Zeitmaschine erfolgreich abgeschlossen, aber es hat ihm Angst eingejagt. Er hat keiner Sterbenseele davon erzählt. Okay. Wir müssen herausfinden, womit wir anfangen. Wo ist die Kernsteuerung? Der Korridor. Er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Ich muss den Kern erst zurücksetzen. Hast du da hinten was gefunden? Nein, nichts Sinnvolles. Erst muss der Kern zurückgesetzt werden. Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drin tust? Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat.
Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Das könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Laut Monitor befindet sich die Steuerung hier oben. Wird schon schief gehen. Was war das? Alles okay. Alles okay. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Okay, dieses Teil sollte auf keinen Fall so reinigen. Ich kann das Datum noch nicht eingeben. Gott sei Dank. Soll das so sein? Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen. So kenne ich meinen. Das war der letzte Schritt. Ich muss zuerst die Maschine vorbereiten. Das hat sich nicht gut angehört. Fuck. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Nein, 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 nein. Was? Gott verdammt! Keine Ahnung. Wir waren so nah dran. Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall. Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir du können weißt, ich hab recht. Nicht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Versteh ich. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Emeril. Die Monarch-Forscher. Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Jack, nein. Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Huh? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht.